Bitte. Ja, also diese Techniken kommen aus dem Krav Maga, das ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem, um sich heute zur Wehr zu setzen, wenn man angegriffen wird. Die Welt ist schlecht und die wird immer schlechter. Und es ist schön, wenn man sich vorbereiten kann. Ich habe viele Schüler, auch Frauen und Kinder, die sich verteidigen müssen, weil auf den Schulen Terror herrscht und auch auf der Straße. Viele Frauen werden angegriffen. Und ich habe Frauen dabei gehabt, die sehr verängstigt rumgelaufen sind. Mittlerweile ist durch das Training das Selbstbewusstsein gestiegen. Das heißt, sie laufen nicht mehr rum wie ein Heimchen, sondern gehen mit aufgerechtem Gang und mit geschürter Brust raus, um sich auch verteidigen zu können und nicht die Opferhaltung einzunehmen, sondern als gleichwertiger Partner anzusehen beziehungsweise die Bedrohung von sich abzuschütteln. Ich finde es sehr hilfreich und ich finde auch gut, dass Leute das nutzen, um sich hier weiterzubilden. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh, ich bin viel geiler und viel besser. Ja, dann sollen sie es machen, das ist mir völlig egal. Aber ich weiß, dass Leute, die hier trainieren, vernünftig draußen arbeiten und auch geschützt sind. Wir haben jede Altersklasse, wir haben auch durch die gesamten Schichten der Bevölkerung, die hier trainieren. Und es hilft einfach, Selbstbewusstsein aufzubauen und eben auch sich verteidigen zu können. Dankeschön.